die diese Straßenszenen aufgenommen haben als Besucher, haben sich nicht nur dafür interessiert, was es an Propaganda in den Straßen zu sehen gab, sondern auch dafür, was es an Spuren von Ausschreitungen, von Übergriffen gegen die jüdische Bevölkerung gegeben hat und haben sehr systematisch auch dokumentiert, was es an Beschmierungen von Geschäften etwa gegeben hat. Sie sehen hier, dass in dem Schaukasten Aufschriften angebracht werden mussten, dass man Hinweis anbringen musste, dass das kein arisches Geschäft ist, leider unscharf hier in der Aufnahme bereits im Original. Und das dokumentarische Interesse wird nochmal unterstrichen durch den Ort, der hier genau angegeben ist. Die geschlossenen Geschäfte, die dokumentiert werden, also wo man praktisch schon die Intention der Filmemacher der Art der Dokumentation ablesen kann. Das ist in der Seitenstettengasse aufgenommen, wie man am Straßenschild unschwer erkennen kann oben. Hier sieht man es noch sehr gut, die Seitenstettengasse von unten, und ist sehr wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als die Gestapo-Razzia und SS-Razzia im Amtsgebäude der Israelitischen Kultusgemeinde Wien stattgefunden haben. Also am selben Tag jedenfalls. Sehr bemerkenswert ist das, was jetzt passiert. Und anders als anzunehmen wäre, ist das nicht das, was dann kurz darauf passiert ist, sondern im Gegenteil, das ist zuvor bereits passiert, nämlich im Jahr 1933. Aufnahmen vom Heldenplatz, wie man sie, wie ich denke, ja, relativ selbstverständlich dem Jahr 1938 und insbesondere dem März zuordnen würde. Das sind Aufnahmen von einer Kundgebung aus dem Jahr 1933, und zu sehen ist hier nicht Adolf Hitler, nicht die Größen der deutschen nationalsozialistischen Regierung, sondern Lokalgrößen nationalsozialistische, die im Jahr 1938 sehr schnell von der Bildfläche verschwunden sind, nicht die Karrieren gemacht haben, die sie sich selber wohl erhofft haben. Sie sehen, das ist etwas, was in einer gewissen Weise den Flex, von dem wir in den ersten Ausschnitten gesehen haben, zwar ist es die Polizeijahresschau 1938, und Sie müssen sich vorstellen, dass seit 1927 in etwa die Wiener Polizei einfach die Höhepunkte des jeweiligen Polizeijahres dokumentiert hat, und 1938 war naturgemäß relativ reich an Höhepunkten, und ich zeige Ihnen jetzt einfach mal diese 8,5 Minuten aus dem wesentlich längeren Film, und ich denke, die enthalten einige Bilder, die man so noch nicht kennt, und zwar von einem Zeitpunkt, den man auch nicht kennt, die wir gelegen zwischendurch immer wieder ein paar Bemerkungen machen, ohne Ton. Technische Anmerkungen, doppeltes Problem. Zum einen ist die Digitalisierung nicht sehr gut, und wir sind dabei, ein neues Digitalisat zu machen, das hoffentlich ein besseres Ergebnis bringen wird. Es ist eine ältere Digitalisierung, die noch nach Fernsehstandards, nach älteren Fernsehstandards gemacht wurde und nicht nach den neuen Möglichkeiten, die auch das Fernsehen bietet. Zum anderen aber ist bereits das Ausgangsmaterial, das analoge, nicht so detailreich, wie man das aus professionellen Ausnahmen kennt, aus einem ganz, ganz simplen Grund: es gibt zu wenig Licht. Und das ist kein Zufall, weil die Aufnahmen stammen tatsächlich von den ersten Momenten, nachdem Schuschnigg seinen Rücktritt erklärt hat und sich Menschenmengen, Sympathisanten an verschiedenen Stellen in der Stadt im Zentrum tatsächlich versammeln und mit der Kamera jemand dabei ist aus dem Umfeld der Polizei, um diese Szenen aufzunehmen. Das heißt, das Einzige, was die hier zur Verfügung haben, sind Handscheinwerfer, um zumindest das, was sich im Lichtkegel befindet, erleuchten zu können. Also das heißt, selbst wenn wir ein hochqualitatives Digitalisat machen, in einer höheren Auflösung, die Geschehen aufnehmen und durchaus finden die große Ereignisse dann nicht in der Nacht, sondern unter Tag statt,
Und so gesehen bekommt man auch ganz andere Bilder. Auf der anderen Seite ja, ist es das, was sich sozusagen unmittelbar nach dem Rücktritt abspielt und was in anderer Form bildlich kaum oder gar nicht dokumentiert ist. Sehr schön, die Inserts weisen darauf hin, ist die Improvisationskunst der Wiener Behörden, die rechtzeitig schon ihre Hakenkreuz anbinden, dabei haben, um sie auch anstecken zu können, damit man auch symbolisch sozusagen den Übergang versieht. Das ist auch ein Phänomen, das uns immer wieder begegnen wird, auch in einem der späteren Filme. Und interessant ist ein solches Insert wie das hier, das naturgemäß unkommentiert hier stehen bleibt, aber was als Leistung der Polizei hier ausgewiesen wird, könnte heute natürlich die Frage aufwerfen, wozu hat man denn hier so genau kontrolliert und wen auch. Das ist, denke ich, einer der schönsten Szenen, also das schaut so aus wie der Übergang zur gewaltfreien Herrschaft. Und Sie werden sehen, was danach kommt. Ein paar militärische Verbände werden ausgerüstet und mit Schusswaffen und Bajonetten. Also das heißt, die Polizei gibt die Gummiknüppel ab, aber dafür Nicht-Uniformierte bekommen dann plötzlich Schusswaffen und Bajonetten in die Hand. Hier auch ein interessantes Phänomen, also es ist ja sehr viel auch in der Forschung und in den historischen Darstellungen über den Rundfunk in der Zeit gesagt und geschrieben worden. Was ein ganz bemerkenswertes Detail ist, ist hier, dass der Führer, der im Insert genannt wird, natürlich nicht anwesend ist, aber der Lautsprecher, durch den er spricht. Das reicht aber dafür, um zu Hitlergruß dann sofort dann überzugehen. Der Film stammt aus einer Wiener Rauchfunkhörerfamilie, die auch sehr schöne Kurzspielfilme, längere Spielfilme, also Amateurspielfilme gemacht hat und ist einfach direkt vor dem Haus entstanden und Sie sehen da schon genau diese Truppenverbände vorbeiziehen, die man dann in der Innenstadt in den Dokumenten, die wir gerade gesehen haben, sehen wird. Sehen, das ist einer der Fälle, an denen man gut erkennen kann, warum es nicht so leicht ist, über die Geschwindigkeit der Filme eine definitive Aussage zu geben. Viele dieser Filme waren handgekurbelt mit der Kamera und je nachdem, wie regelmäßig man gekurbelt hat, unterscheiden sie sich von Sequenz zu Sequenz in der Geschwindigkeit. In der Regel haben sie nicht 24 Bilder in der Sekunde, wie das die Standardproduktionen haben, da ist jetzt der Führer selber zu sehen, sondern weniger, in vielen Fällen 18 oder nur 16. Der spielt jetzt mit 18 und war jetzt eine Spur zu langsam, während er jetzt wieder einigermaßen gleichmäßig und wohl richtig läuft. Aber das war es jetzt auch schon mehr oder weniger. Wir werden jetzt noch ein paar Fahrzeuge vorbeifahren sehen in dieser rund 6-minütigen Sequenz. Aber jetzt geht es um die Dinge, die einen halt wirklich beschäftigen. Es kommen Gäste zu Besuch. Es gibt im Haus vielleicht die selbstgestickte offenbar Hakenkreuzfahne, ist, denke ich, auch einen Hinweis wert. Das Basteln, das Improvisieren, das man auch wieder schön sieht. Und in dem, was hier offenbar eine Gärtnerei ist, weil die Anlage doch deutlich über den Privatbedarf hinausgeht, wenn Sie sehen, dass einiges an Arbeiten zu verrichten ist, auch an einem so besonderen Tag, wenn der Führer vor dem Haus vorbeifährt und die Truppen verwendet. Das ist dann zwar immer wieder interessant zwischendurch. Der Film ist in der Kamera geschnitten, wie man
man sieht an den weißen Überblendungen zwischen den einzelnen Szenen. Das heißt, dass die Kamera immer wieder angehalten worden. Aber ja, es wird die Post gebracht, es müssen die Pflanzen gegossen werden und ganz offenkundig gibt es für den Kameramann eine hübsche junge Frau zum Herzeigen und Ausstellen, und das ist das, was eigentlich jetzt einen Großteil dieses Filmes bereits ausmacht.